Niederösterreichisch oder zumindest eine Urform davon wird in der Gegend schon vor 1000 Jahren gesprochen. In Neuhofen an der Ips, wo unser Reporter Peter Welter gerade war, liegt also der Ursprung unseres Landes. Warum das so ist und warum Österreich heute Österreich heißt, das hat sich Gerhard Janser angesehen. Das ist quasi die Geburtsurkunde Österreichs. Zum ersten Mal taucht der Name auf. Hier steht es, Ostarrichi, niedergeschrieben im Jahr 996. In dieser Schenkungsurkunde. Aber wer schenkt hier wem was und? Wo genau liegt dieses Ostarrichi überhaupt? Ostarrichi liegt im heutigen Niederösterreich, quasi von der Enns bis zur Wachau. Später wird es erweitert und erweitert und erweitert und erweitert. Wem gehört Ostarrichi? Zu Beginn den Bayern, genauer gesagt dem römisch-deutschen Kaiser Otto III. Der schenkt es an den Bischof von Freising, Gottschalk von Hagenau. Die Markgrafen, also die Herrscher über das Gebiet, kommen damals auch aus Bayern, die Babenberger. Ihre Wappenfarben tauchen 1230 im Herzogtum Österreich auf. Es weht erstmals ein rot-weiß-roter Wind. Was bedeutet Ostarrichi? Darüber wurde viel spekuliert. Ein Salzburger Sprachwissenschaftler meint, der Name Ostarrichi leitet sich vom slowenischen Ostra Gora ab, also vom steilen Berg. Ostarrichi wären dann die Leute vom steilen Berg. In der Wissenschaft durchgesetzt hat sich aber diese Theorie. Im Fränkischen Reich, von dem Bayern ein Teil war, nannte man alles östlich davon Marcia Orientalis, also östliche Mark. Der Name dürfte also schon früher existiert haben und bedeutet nichts anderes als östlich gelegener Herrschaftsbereich, kurz Ostreich. Was ist dann so besonders an dieser Urkunde? Es ist die erste Nennung des Namens Ostarrichi. Das Dokument ist also weniger ein Taufschein, vielmehr ein Meldeschein. Hier bin ich, man nennt mich Österreich. Unser Meldezettel hat Bayern aber nur sehr selten verlassen. Er befindet sich nach wie vor im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München. Und wir befinden uns jetzt hoffentlich vor einem entspannten Abend. Gute Unterhaltung mit ORF 1. Bis bald.